So, nachdem wir unser erstes Programm haben, um Daten darzustellen, wollen wir jetzt noch eine Karte hinzufügen, auf der die Probenlokalitäten eingetragen sind. Und dazu, vielleicht können wir mal hier die Sachen hier ein bisschen umbenennen. Nicht mal Dashboard, sondern Data, Issue, Leise, 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 vielleicht auch nur Data Visualizer und dann hier How would you like to be contacted? Ist auch noch ein bisschen veraltet. Select Tectonic Setting zum Beispiel. Ich glaube, das ist schon deutlich besser. Und hierzu nehmen wir jetzt eine einfache Streamlit-Funktion. Ich habe die hier schon angewählt. So einfach bei Search und dann STMap. Das ist, wie es am schnellsten und einfachsten geht für einen Moment. Dann kann man hier mal das hier kopieren, um sich es anzuschauen, wie es funktioniert. Das ist eh gut, weil, wie wir nachher sehen werden, ist hier irgendwo ein kleiner Bug, eventuell ein Streamlit oder keine Ahnung. Dann brauchen wir das sowieso. Jedenfalls, jetzt sehen wir hier unten so eine Karte. Und das funktioniert es, man sieht hier einfach nur ein Data Frame, der hier gemacht wird mit Zufallszahlen und Spalten, die heißen Latitude und Longitude oder Lat Long. Und dieser Data Frame, dann wird das Ganze hier geplottet. Also wenn wir uns den Data Frame mal anschauen, also wenn ich den mal hier oben hin kopiere und dann mache ich hier mal einen ST-Data Frame, dann sieht man den hier ja. Vielleicht ist dahinter das Import. Keine Ahnung. Ja, muss hin das Import. Auch interessant, okay. Lat long, so sieht er aus. Das heißt, ich brauche jetzt auch so ein Data Frame mit den zwei Spalten hier und dann kann ich die auf der Karte plotten. Das mache ich jetzt mal hier. Ich mache das Import NumPy, das brauche ich eigentlich nicht. Ich mache das Import Pandas auch noch ganz oben, damit ich hier keine Probleme habe. Weil das sieht man, ich habe hier noch Folium drin. Folium ist eine andere Art, Karten darzustellen, ist ein bisschen komplexer, deshalb habe ich es weggelassen. Damit kann man aber sehr viele schicke Sachen machen. Wer interessiert ist, kann sich das ja einfach mal angucken. Eigentlich brauchen wir es jetzt hier gerade nicht. Das Pandas lasse ich mal hier. So, und dann mache ich mal hier. So, jetzt brauchen wir Latitude und Longitude. Jetzt haben wir ja hier dieses. Da habe ich noch was drin, das. Da habe ich vorhin das rumprobiert, das kann man weglassen gerade. Schnell weg. So, und jetzt haben wir hier dieses GetData, Select Dataset. Das kopiere ich hier mal kurz hier runter. Und dann schauen wir es einfach mal an. Das sollte jetzt, da fehlt noch das GCC. Also ich muss das Ganze natürlich hier runter kopieren. Das soll jetzt auch ein Data Frame sein, ST Data Frame. So. Und so sieht jetzt der gesamte Datensatz aus, aus dem auch hier jetzt Magnesium-Gegensilizium geplottet werden. Und jetzt will ich mal die sehen, ob es hier auch Koordinaten gibt. Das heißt, ich mache immer wieder Columns rein. Columns.toList. Und dann sehe ich hier die ganzen Sachen. To list. Okay, nicht als Data Frame, sondern einfach nur write. Kann auch Data Frame machen, eigentlich ist ja egal. Und dann sehe ich hier, habe ich hier Latitude und Longitude. Das kopiere ich mal raus, damit ich hier keinen Tippfehler mache. So, Latitude und Longitude. Und jetzt hatten wir hier unten, wir brauchen einen Data Frame, der Spalten hat mit Latitude und Longitude. Das heißt, als erstes kann ich jetzt mal hier, mache das hier hinten mal wieder weg, sodass ich den gesamten Data Frame habe. Aus dem extrahiere ich jetzt mal die Spalten Latitude und Longitude. Das heißt, ich mache das mit diesem Extract, mit den Klammern. Also Latitude bekomme ich das und jetzt noch Longitude dahinter. Wobei jetzt darf es nicht mehr nur eine Kategoriename sein, sondern es muss jetzt eine Liste sein. Ja, sonst kriege ich eine Fehlermeldung. Also eine Liste. Und dann wird das hier auch funktionieren.
Jetzt habe ich hier Latitude und Longitude. Wunderbar. Jetzt ist die Sache, das muss Lat Long heißen oder eben Latitude Longitude. Aber es darf nicht Latitude Min und sowas heißen, sonst kommt dieser Map-Befehl damit nicht klar. Das heißt, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt dieses Latitude und Longitude umbenennen. Dazu mache ich mal als erstes so, jetzt kopiere ich das Ganze mal hier raus. Das war dieses Latitude und Longitude Liste. Schreibe ich mal so, ist gleich. Und dann schreibe ich noch das hier in das STRight rein. Das ist ein bisschen übersichtlicher. So, jetzt habe ich hier das Latitude, Longitude. Und dann kann ich jetzt die umbenennen. Also ich mache es hier dahinter, Punkt Rename, Klammer auf. So, und jetzt will ich die Column Names rename, ist gleich, und das jetzt ein Dictionary. Und in dem Dictionary nehme ich jetzt den ursprünglichen Namen, das ist dieser hier. Also dieser Name soll jetzt umbenannt werden, also Doppelpunkt, so funktioniert ein Dictionary, in Lat. So, und dann soll dieser Name und ist umbenannt. Umbenannt werden in Long. So, und jetzt habe ich hier das umbenannt in Latitude und Longitude. Ja, das hier brauche ich nicht mehr. Das hier brauche ich auch nicht mehr. NumPy brauche ich entsprechend auch nicht mehr. So, jetzt soll ich aber natürlich, dann darf hier nicht mehr df stehen, sondern Lat Long. Und schauen wir mal. Na okay, das muss ich dann noch wahrscheinlich ein. Das ist jetzt umbenannt, aber das ist einfach nur umbenannt, aber nicht in diesem Data Frame selbst, damit es auch direkt in dem umbenannt wird. Muss ich hinschreiben in place true, damit es auch direkt in diesem hier umbenannt, und dann habe ich hier meine Karte mit den Punkten drauf. Wunderbar. Das hier brauche ich nicht mehr, dieses STRight, und jetzt habe ich die Karte. Also es sind gerade mal 3 Zeilen. Ich hätte auch das Rename direkt hier oben hinschreiben können, dann wären es im Grunde nur 2 Zeilen. Lass ich jetzt mal einfach, damit es ein klein bisschen übersichtlicher bleibt. So, nun wollen wir aber den Plot und die Karte nicht untereinander haben, sondern nebeneinander und die auch noch einzeln anwählen können. Und dazu nehmen wir jetzt mal eine Funktion, die heißt Radio. Die habe ich hier schon einfach gesucht über STRadio. Und hier haben wir diesen Radio-Button. Also der funktioniert Radio, dann kommt wieder so eine Frage und dann kommt eine Liste mit Optionen. Diese Captions brauchen wir jetzt nicht. Und das machen wir mal als erstes. Also, und zwar ganz oben. Ich setze jetzt mal hier hin, STRadio. Und dann kommt hier die Beschreibung für den Radio-Button. Also Select Visualization. Visualization. Und dann kommt hier hinter, Komma und dann die Liste. Und die erste soll sein Scatterplot. Scatterplot und als zweite Map. So, dann haben wir hier diesen Radio-Button, Scatterplot und Map. Jetzt hätte ich die gerne nebeneinander, deshalb mache ich hier Horizontal True. Und dann sind die hier nebeneinander. Wahrscheinlich gleich, muss ich nochmal intern updaten. Das sieht man hier. Wenn ihr oben bei Options guckt, dann gibt es hier Horizontal. Bei Default ist es False und deshalb habe ich jetzt hier True hingesetzt. Und wie gesagt, manchmal dauert es, bis es hier lädt, das wird gleich kommen. Und dann gebe ich dem Ganzen hier eine Variable, zum Beispiel CellVis ist gleich dieser Radio-Button. Das ist auch nebeneinander. Und jetzt soll es sein, if CellVis equals Scatterplot, dann Doppelpunkt. Jetzt muss natürlich alles, was hier drunter ist und was passieren soll, eingerückt werden. Das mache ich jetzt, rücke ich alles mal ein. Und dann habe ich hier den Scatterplot und die Map ist jetzt für den Moment noch da, verschwindet gleich.
Nämlich, wenn ich dann hier drüber schreibe, else, und dann das einrücken. Und jetzt habe ich hier keine Map mehr, sondern jetzt ist diese Map hier drüben. Cell data set is not defined. Okay. Ah, ja, ich brauche noch eine Kleinigkeit. Aber jetzt habe ich diese zwei Sachen zunächst mal. Jetzt muss ich diese Variable, im Grunde genommen, diese Variable, die ich hier selektiert habe, dieses Tectonic Setting, hier mit rübernehmen. Und dafür muss diese Variablenamen gespeichert werden. Und deshalb muss ich jetzt diesen Variablenamen erweitern mit einer Streamlit-Funktion, die heißt st-session-state. Und jetzt ist das Gesamte hier der Variablenamen. Jetzt muss ich natürlich nur diesen Variablenamen überall, wo ich den verwendet habe, durch dieses Gesamte hier ersetzen. Also das ist einmal hier und einmal hier und dann auch bei der Map. Und dann wird der ganze Wert hier wird jetzt in diese sogenannte Session State reingeschrieben. Das merkt sich dann Streamlit übergeordnet. Und wenn ich jetzt hier auf Map gehe, wird sich das gemerkt und jetzt wird die Map dargestellt. Das ist dann sehr schick. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Scatterplot, suche mir dann irgendwas anderes aus, habe hier diese Punkte, kann mir das Ganze auf einer Map angucken. Die Map ist interaktiv, kann ich hier hin und her fahren. Das ist wirklich sehr geschmeidig mit gerade mal drei zusätzlichen Zeilen hier. Dann kann ich das Ganze mal uploaden. Ich schreibe mal das Message ab und von einem Update, mache dann Commit and Push. Und jetzt sehe ich das dann auch auf meiner App online. So ein paar Sachen weg. Und das ist jetzt tatsächlich die Webseite. Also hier suche ich mir jetzt aus, welche Tectonic Setting dargestellt werden soll, welche Elemente dargestellt werden sollen und kann mir das Ganze dann hier auch noch auf einer Map angucken. Hier ist, glaube ich, muss ich hier mal ein Reboot machen. Kann sein, dass je nachdem, was ich geändert habe, in der Regel braucht man es nicht ein Reboot, aber je nachdem, was sich ändert, vielleicht durch die Sessions, ja, weiß ich nicht. Aber kann auch einfach nur sein, dass der Cache war, dass ich den Cache hätte löschen sollen. Ist egal, ich mache mal kurz einen Reboot, das dauert kurz eine Minute. Was man aber hier sieht ist, ich habe jetzt hier ein Programm, das hat nicht mal kaum 40 Zeilen. Ja, wenn ich die Leerzeilen immer wegnehme. Und mit 40 Zeilen habe ich dann ein wirklich sehr schickes Programm, ich dem in Scatterplot darstellen kann, indem ich alle Daten hier auf einer Karte darstellen kann und so weiter und die ich dann sehr schnell und sehr einfach online setzen kann, wenn man eine Minute als schnell empfindet. Ich denke schon, fühlt sich nur mal sehr lang an, wenn man es gerade macht. Und wie gesagt, man kann hier dann auch so ein Multiselect reinmachen und dann kann man auch verschiedene darstellen. Man kann es auch mit Optionen machen, dass man, ja, bei einem Multiselect braucht man eigentlich keine Option mehr. So. Jetzt könnte es natürlich mal fertig sein. Ist es auch. Jetzt stimmt auch alles hier. Und jetzt suche ich mir hier irgendwas aus. Suche mir irgendwelche Elemente aus, die dargestellt werden. Oder eben dann die Darstellung hier auf so einer Karte. Und das ist, wie man mit Streamlit sehr schnell sich ein paar Datendarstellungen ausgeben lassen kann.